Hallo und herzlich willkommen bei The Book of Unwritten Tales. Hier am schönen Kaminlagerfeuer erzähle ich euch, wie die Geschichte weitergeht. Entschuldigung, ich habe noch ein bisschen Nuschenbombo genommen. Und wir haben immer noch das Problem, wir brauchen das Kaminreisepulver vom Bloch. Aber vielleicht reden wir mal mit ihm. Weil wir haben ja jetzt die Kobolde hier irgendwie entfernt. Entschuldigen Sie, Direktor Bloch. Ja. Wegen der Aufgaben. Wegen der Aufgaben. Ja. Alle Kobolde sind vertrieben, soweit ich das beurteilen kann. Richtig, wir waren gut. Gute Arbeit. Wie kam es eigentlich zu dem Ungezieferbefall? Vielleicht waren sie geschäftlich in der Stadt und haben sich verflogen. Irgendein Witzbold muss sie beschworen haben. Oder der Erzmagier? Wem ich wohl schlecht aussehen lassen in meinem neuen Job. Zum Glück konnte ich die Koboldplage eindämmen. Also, eigentlich war ich das ja. Schon, aber wer hat es Ihnen befohlen? Na, sehen Sie. was ich noch wollte... Kriegen wir jetzt hier... Dann mache ich mich wieder an die Arbeit. Tun Sie das. Etwas haben Sie immerhin schon geleistet. Mist, wie kann ich das Ganze jetzt hier machen? Kann ich ihm irgendwie den... Nee, kann ich nicht. Lenke Direktor Block mit ein paar Flugkobolden. Prinzipiell eine gute Idee. Die Kobolde würden ihn mit ihrem Schabernack sicherlich zur Weißglut treiben. Aber dann müsste ich noch mehr von ihnen aus der Schule vertreiben. Okay, stimmt auch wieder. Kann ich ihn verzaubern hier oder irgendwas anderes? Anscheinend nicht. Und so korrekt und penibel wie Herr Bloch arbeitet, glaube ich kaum, dass man einen Unterschied merken würde. Ich will doch nur das Kaminreisepulver. Konstruktionszeichnung. Bringt auch nichts. Das hier bringt nichts. Nadel und Faden bringen uns nichts. Zeit für ein wenig Ablenkung. Hoffentlich stürzt er sich wirklich auf den ersten, den er sieht, und nicht auf den kleinsten. Oh, ich kann es mir nehmen, wahrscheinlich jetzt. So, das wäre das. Als nächstes... Weg! Jawohl! Ich hab das Kaminreisepulver. Haben Sie das gesehen, Wetterquarz? Unverschämtheit! Unglaublich, was man sich hier gefallen lassen muss. Ganz schlimm, Herr Direktor. Okay, wir haben es. Dann wirf das Transportpulver in den Kamin. Da bin ich mal gespannt. Die Flammen haben sich verfärbt und das Feuer hat schlagartig seine ganze Hitze verloren. Ich glaube, es hat geklappt. Okay, der Kamin hier im Lehrerzimmer ist mit dem Kamin in der verschwundenen Bibliothek verbunden. Die Bibliothek hat die Symbole Eule, Wurm und Ratte. Ich brauche ein Feuer, Kaminreisepulver und ein wenig Glück. Dann könnte das hier mein Zugang zur Bibliothek sein. Ja, haben wir ja. Okay, dann benutzen wir es. Das Feuer ist kein normales Feuer mehr. Es ist ganz kühl und bringt mich zu jedem Ort des Kaminnetzwerks. Ja, ich will zur Bibliothek. Ich vermute, ich muss nur an die Symbole denken, die auf dem Plan neben dem Bibliothekskamin gemalt sind. Eule, Wurm und Ratte. Eule, Wurm und Ratte. Es hat geklappt. Wow. Wo immer die verschwundene Bibliothek gerade ist, ich bin jetzt in ihr drin. Ich höre Stimmen. Hallo? Was ist es? Was will es hier? Mein Name ist Wilbur Wetterquarz. Wer spricht da? Es ist unheimlich. Es sollte nicht hier sein.
was zum... Es will sich losreißen! Hilfe! Es ist erwacht! Was will es? Okay, wir werden angegriffen hier, aber wieder schöne Anspielung auf Herr der Ringe. Ja. Wer seid ihr? Wir sind Bücher. Also, Ja, Bücher. Das ist ein Wort. Und ihr seid lebendig? Das geht dich gar nichts an. Ah, dann sind das die Kumpel hier, ja, von unserem alten Medizinbuch. Aber irgendwas ist mit denen los. Was ist geschehen? Ich habe die Bibliothek entdeckt und ich habe Geräusche gehört. Das wart dann wohl ihr? Das Buch ist mächtiger als der... als der... Dings. Doofe Bücher. Wie heißt das noch? Also, zum Schreiben. Richtig. Das Buch ist mächtiger als der... Dings. Okay. Okay. Dürfte ich vielleicht aufstehen? Es ist ziemlich unbequem hier. Haha, niemals! Aber irgendwann müsst ihr mich doch aufstehen lassen. Ist das möglich? Was? Dass wir ihn früher oder später aufstehen lassen müssen. Keine Ahnung. Die Antwort auf deine Frage ist, lautet, Schon gut. Ich bleibe erst einmal liegen. Ha! Genau wie, gedacht. Wohnt ihr hier in der verschwundenen Bibliothek? Ist die verschwundene Bibliothek euer Zuhause? Sie, ist nicht verschwunden. War immer hier. Für uns andere, da draußen ist sie verschwunden. Da draußen? Naja, in der Schule. Schule? Hast du davon schon mal gehört? Ich, man trägt sie an den Füßen. Für deine Füße war die Dings hier verschwunden? Ich möchte euch nicht zu nahe treten, aber... ihr macht auf mich einen leicht verwirrten Eindruck. Verwirrt? Ah, wir sind Bücher. Wir wissen alles. Was für Bücher seid ihr denn? Ich bin ein großes Philosophiebuch. Und mein Kamerad hier ist Dings. Ich bin ein, man trägt Wörter darin ein und erklärt sie, Ein Worteintrag-Erklärungsbuch. Irgendetwas stimmt hier doch nicht. Ja, doofe Wie wäre Bücher. Es, wenn wir zusammen herausfinden, was hier los ist? Man kann ihm nicht vertrauen. Wir wissen nicht, was es ist. Es ist kein Buch. Ich sage, wir werfen es aus dem Fenster, damit seine Blätter in alle Winde verstreut werden. Ich glaube, du hast recht. Es hat eigene Gedanken. Das ist nicht gut, denke ich. Tut mir leid, aber die Sache wird mir zu bunt. Vorsicht! Es reißt sich los. Oh! Es kommt direkt auf uns zu! Was für ein Monster! Ich will euch nichts tun, aber irgendetwas ist hier doch mehr als seltsam. Ja. Und ich lasse mich nicht aus dem Fenster werfen. Es soll weggehen. Wir mögen es nicht. Wir kennen es nicht. Es macht uns Angst. Garstiger Hobbit. Oh nein! krass. Gut, betrachte die Bücher. Ob die Bücher schon immer lebendig waren? Oder wurden sie durch diesen Ort zum Leben erweckt? Und sollten Bücher nicht schrecklich kluge Geschöpfe sein? Warum sind diese hier so einfältig?
Okay, was kann ich hier denn alles machen? Okay, ich kann mir ein Buch nehmen. Das ist seltsam. Die Schrift ist ganz blass und unscharf. Es ist fast so, als ob... Da! Ja? Ich muss mich erst an lebendige Bücher gewöhnen. Okay. Die Bücher verlassen ihre Blässe, werden dadurch dumm. Ich glaube, da oben geht die Bibliothek noch weiter. Man kann kaum etwas erkennen, weil es so dunkel ist. Und ich sehe auch keine Leiter oder Treppe, die dort hinaufführen würde. Wenn der Bibliothekar nicht gerade ein Tier, ich meine, ein Affe war, weiß ich nicht, wie er dort hinaufkommen sollte. Okay, was gibt's noch alles Schönes? Na, komm, schau's dir mal an. Die Reise durchs Kaminnetzwerk ist alles andere als komfortabel. Man wird in einen Strudel gesogen und überall sind Öffnungen. Aber irgendwie bin ich trotzdem beim richtigen Kamin rausgekommen. Na, Gott sei Dank. Betrachte die Mauer. Diese Wand, dieser Bogen. Es sieht aus, als gehöre hier eine Tür hin, aber da ist nur eine kalte Steinmauer. Okay, dann müssen wir diese Mauer wohl irgendwie einreißen. Und hier vorne gibt's noch einen Zettel. Was können wir mit dem anstellen? Ein Zettel? Das ist ein Zauberspruch. Ich glaube sogar... Ja, es ist der Feuerzauber. Der wichtigste Spruch für Zauberer. Endlich habe ich ihn. Jawohl, jetzt können wir ihn endlich. Schublade, gibt's da noch irgendwas für uns? Leer. Alles, was da mal drin gewesen sein könnte, scheint über den Schreibtisch verteilt zu sein. Okay. Wenn es hier nicht so unheimlich wäre, könnte die Bibliothek ein richtig schöner Ort sein. Ich glaube, früher war sie das einmal. Zierdeckchen sieht man sonst nicht in der Schule. Ja, das nehmen wir auch mal mit, das Zierdeckchen. Okay, betrachte... Der Schreibtisch sieht nicht aus, als sei er für lesende Schüler gedacht. Er könnte dem Bibliothekar gehört haben. Und wenn ich mir so die Werkzeuge ansehe, könnte ein großer Teil seiner Arbeit in der Pflege und Reparatur von Büchern bestanden haben. Hier ist ein kaputtes Buch. Dieses Buch ist in einem mehr als schlechten Zustand. Es ist aus dem Leim gegangen und mehrere Seiten fehlen. Hier liegt eine der Seiten. Ich stecke sie ein. Was haben wir sonst? Wenn ich das Buch reparieren könnte, würde das die anderen Bücher vielleicht davon überzeugen, dass ich es gut mit ihnen meine. Ich müsste dafür die fehlenden Seiten zusammennähen und dann mit dem Buchrücken verleimen. Okay. Hat es vielleicht was mit unserem zu tun? Mit einzelnen Blättern komme ich hier nicht weit. Ich muss alle Seiten mit Nadel und Faden zu einer Lage zusammennähen. Ja, haben wir doch Nadel und Faden. Ja, ich könnte die Seiten später zu einer Lage vernähen. Aber noch habe ich nicht alle Seiten beisammen. Na, okay, dann müssen wir die anderen Seiten jetzt auch noch... Noch eine Buchseite. Ich stecke sie ein. Oh, Gott sei Dank. Wie viel haben wir jetzt? Ja, ich könnte die Seiten... Okay. Noch fehlen ein paar Seiten. Aber wenn ich Glück habe, finde ich alle und habe damit ein Buch gerettet. Okay, schauen wir mal hier. Hier haben wir betrachte Leuchtqualle. Leuchtquallen überleben normalerweise nur einige Jahre, wenn sich niemand um sie kümmert. Vielleicht haben die Bücher sie gefüttert, damit sie hier nicht völlig im Dunkeln hocken müssen. Wenn ich das Buch reparieren könnte, ich müsste... Ja, habe ich ja verstanden. Mit einzelnen Blättern... Und da fehlt uns leider noch eine Buchseite oder mehrere. Was haben wir hier noch? Betrachte die Bücher. Die Bücher haben sich in die Regale zurückgezogen. Ich kann nicht sagen, welche von denen mich angegriffen haben. Hört mal, ich will euch nichts tun. Ich habe euch gesucht. Ihr sollt samt der Bibliothek zurück in die Schule kommen. Es will weggehen! Es macht uns Angst.
Aber ich tue euch doch nichts. Wie kann ich das nur beweisen? Ja, indem wir das... Weg! Indem wir das andere Buch hier reparieren. Die Schublade bringt uns nichts. Okay, dann probieren wir am besten wieder zurück zum Reisen. Wir haben ja jetzt einen Feuerzaub. Der Feuerzauber kann nicht lange aus sich heraus brennen. Er ist dafür gedacht, brennbare Gegenstände zu entzünden. Okay. Sofern ich keinen anderen Ausgang finde, könnte das Kaminnetzwerk mein einziger Ausweg sein. Ja, das will ich ja machen. Aber um es benutzen zu können, brauche ich Feuer. Okay. Ein oder zwei leere Blätter aus meinem Notizblock sollten reichen. Okay, dann... Mein Feuerzauber würde das Papier in Sekunden zu Asche verwandeln. Für das Transportpulver brauche ich ein länger anhaltendes Feuer. Nein, Mist. Was können wir verbrennen? Was haben wir hier? Verbrenne die Bücher. Ich glaube, das wäre nicht ganz so intelligent. Betrachte die Mauer. Zierdeckchen? Nein. Öffnungszauber. Öffnungszauber? Wieso geht der Öffnungszauber jetzt nicht mit der Tür, wenn da dahinter die Türe ist? Blasebalg geht nicht. Der junge Allardyce musste seine Erfindung teuer bezahlen. Ich sollte seine Arbeit... Okay, die losen Buchseiten. Nein, Bücher sollten gelesen und nicht verbrannt werden. Okay, der bringt nichts. Launischer Zauberstab. Bringt auch nichts. Feenzauber. Und angeknabberter Notizblock bringt auch nichts. Na toll. Mein Feuerzauber für das Transport. Ja, okay. Dann müssen wir uns hier doch nochmal ein bisschen umschauen. Wir reden nochmal. Habt ihr die Bibliothek verschwinden lassen? Wisst ihr, wie man sie wieder auftauchen lassen kann? Es soll uns in Ruhe lassen. Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Eine Hand wäscht die andere. Es will uns waschen, damit das letzte bisschen Tinte verwischt. Oh! Oh! Ah. Nein, ich... Mit Reden komme ich hier nicht weiter. Ich muss Ihnen beweisen, dass ich Ihr Freund bin. Okay. Dann machen wir hier noch ein bisschen weiter. Wir schauen nochmal in die Schublade. Ich brauche Holz für den Kamin. Und bevor ich Bücher oder ein Regal verbrenne, nehme ich lieber etwas, das niemand zu benutzen scheint. Ah, okay. Problem gelöst. Wir schmeißen das hier rein. Davon sollte Direktor Bloch lieber nie erfahren. Gut, jetzt den Feuerzauber. Ignifaxius Ignisfero. Langsam habe ich den Dreh richtig raus. Was hat es getan? Es hat den roten Fresser gerufen. Jetzt. Das war der Rest des Kaminreisepulvers. Aber ich glaube, es hat gereicht. Okay, also wir brauchen die fehlenden Seiten noch. Und wo könnten wir die finden? Entweder bei ihm auf dem Tisch. Besenball hieß ursprünglich anders. Es wurde auf fliegenden Besen mit 6 geflügelten Bällen gespielt. Aber dann gab es Urheberrechtsbedenken. Deswegen ist es heute wie Fußball, nur dass jeder Spieler einen Besen auf den Rücken geschnallt hat. Ja, das war die Geschichte hier mit Quidditch und so weiter. Und, stimmt, da gab's mal. Ich weiß nicht genau, was das Instrument mir sagen will. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht nur die Zeit anzeigt. Es gibt hier so viel zu entdecken. Ich wünschte, ich könnte ewig hier bleiben. Okay, wir brauchen die fehlenden Seiten. Wir schauen am besten mal zum Bloch. Wir haben ja wieder einen kleinen Erfolg zu vermelden. Entschuldigen Sie, Direktor Bloch. Ja. Wegen der Aufgaben. Ja. Ich war in der Bibliothek. Sie ist in Ordnung. Mehr oder weniger. Tatsächlich? Wo ist sie? Naja,
es ist nicht ganz einfach, hineinzukommen. Man braucht ein bisschen Magie. Das ist inakzeptabel. Die Bibliothek ist ein Raum wie jeder andere auch in diesem Gebäude. Und sie muss damit leben, dass Personal und Schüler sie auf konventionelle Art betreten wollen. Durch die Tür. Na. Aber wie... Es ist mir egal wie. Holen Sie den Raum zurück, Professor. Dann kann ich auch endlich dieses lose Blatt hier dahin zurückbringen, wo es hingehört. No? Was ich noch wollte... Loses Blatt? Dieser Zettel, den Sie da haben, er sieht aus wie eine Buchseite. Ja, so scheint es. Es handelt sich um einen unvollständigen Reisebericht. Der Reisende, offenbar ein Forscher, erzählt von einem Land namens Laputa. Dort sollen alle Künste, Wissenschaften, Sprachen und Handwerke auf eine neue Grundlage gestellt werden. Sehr spannendes Konzept, aber leider unvollständig. Ja, ich hätte Wenn Sie mir die Seite geben, könnte ich vielleicht das dazugehörige Buch für Sie finden. Keine schlechte Idee. Ich brauche die gesamte Geschichte. Ich bin sicher, alles nimmt ein gutes Ende und kann als Vorbild für uns dienen. Hier, nehmen Sie. Sehr gern. Ja, Laputa. Dann mache ich mich wieder an die Arbeit. Tun Sie das. Etwas haben Sie immerhin schon geleistet. Okay, dann können wir jetzt, glaube ich, die losen... Noch fehlen ein paar Seiten. Aber wenn ich Glück habe, finde ich alle und habe damit ein Buch gerettet. Ja, wie viele fehlen denn noch? Und wo finde ich die jetzt? Hier haben wir schon alles durchgeguckt. Oder liegt da auch irgendwas drin? U bis Z hatten wir nicht. Wir haben ja eigentlich alle durchgeschaut. Und der einzig interessante war ja der erste. Ja, dann hilft es uns nichts weiter. Wir müssen hier wieder mal mit unserem Freund reden. Hallo! Alter, muss er ständig nerven? Direktor Bloch hat ausdrücklich angeordnet, dass du mir etwas von den Putzutensilien abgeben sollst. Aha. Also, tust du es? Klar. Dann gib her. Natürlich. Du veralberst mich, oder? Nein. Egal, was ich tue, du gibst mir nichts zum Saubermachen, oder? Doch. Ich werde mir selber einen Besen besorgen. Ich muss weiter. Ja. Kann ich mit ihm irgendwas anstellen? Ich brauche noch irgendwoher diese leere Seite. Schau in den Ofen. Etwas Asche, aber auch unverbrannter Abfall. Hier liegt ein Blatt Papier. Das ist das sechste Blatt. Ich glaube, jetzt fehlt nur noch eins. Oh, war da drin wirklich jetzt auch noch eines? Meine Güte, ist das eine Ordnung hier? Hier liegen so viele Blätter. Betrachte Broschüren, schau in den Ofen. Betrachte das Paket. Was für ein Paket? Was ist das denn? Ein Geschenk? Für Wilbur. Ah. Wow, das ist... Was ist das? Ich bin eine magische Schiefertafel. Jetzt bekommen wir hier auch noch Siri, oder was? Ja. klasse. Wir haben die Bibliothek wieder gefunden. Das war ein guter Erfolg für uns. Und wie es weitergeht mit Siri und was sie genau hier macht und ja, was wir mit ihr anstellen können, welche tollen Fragen wir ihr stellen können, das sehen wir dann morgen in einer neuen Runde. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und bis morgen dann. Ciao, ciao.